Ja, die Kulturwochen fangen dieses Jahr am 15. Oktober an. Die Eröffnung wird hier bei uns im Asien-Afrika-Institut an der Universität Hamburg um 14 Uhr. Dazu sind alle herzlich eingeladen. Unser Motto für 2016, das ist die 12. Arabische Kulturwoche ihrer Art und Weise. Unser Motto ist Begegnung, beziehungsweise also der Hauptmotto ist: Fremde sind Freunde, die einander sich noch nicht kennen. Und damit beziehen wir uns auf die Welle von Flüchtlingen, die neulich nach Deutschland gekommen sind, die allerdings natürlich auch mit neuen Kulturen, neuen Traditionen, aber auch eventuell andere Religionen. Und hier bemühen wir uns im Rahmen der Kulturwochen eine Art Aufklärungsarbeit, also wie man mit dieser Welle von Flüchtlingen auch umgehen kann, kulturell, aber auch auf verschiedenen Ebenen, politisch, aber auch vor allem, wie man auch also gegenseitige Vorurteile abbauen kann und wie man diese Hürden von kulturelle Hürden zum Beispiel auch also über also diese, die man auch also eventuell auch die eine oder andere Seite auch hat, wie man diese Hürde auch einfach überspringen könnte. Ja, also in diesem Zusammenhang haben wir natürlich auch eine große Veranstaltungsreihe, die mehr als 35 verschiedene Veranstaltungen, inzwischen Podiumdiskussionen, aber auch Vorträge und auch Basar der Kulturen, wo wir alle Vertreter, die hier in Hamburg tätig und aktiv sind, Mitflüchtlinge, aber auch die internationale und nationale Vereine, die auch aktiv sind in Deutschland, haben wir die alle eingeladen, um am 15. Oktober hier einen Stand zu haben und über ihre Arbeit auch berichten können. Wir sind sehr erfreut, dass viele Veranstaltungen auch hier betreut werden von internationalen, aber auch von nationalen Vereinen, die auch in Hamburg auch tätig sind. Und wir hoffen, dass das Publikum auch in Hamburg auch zahlreich auch kommen kann und uns auch bei dieser Arbeit auch unterstützt. Vor allem hier ist die Möglichkeit der Begegnung auch sehr groß. Hier wollen wir im Rahmen der Basar der Kulturen auch informieren, aber auch wir wollen auch diskutieren, auch mit Hamburgerinnen und Hamburger über die Möglichkeit, also Zusammenleben, wie wir auch hier in Hamburg, also in Frieden auch zusammenleben können, aber auch vor allem, dass wir auch sehen, wie wir unsere Vorurteile auch abbauen können. Aktivitäten der arabischen Kulturwochen fangen am Samstag, der 15. Oktober an. Um 2 Uhr ist die Eröffnung an der Universität Hamburg und die dauern bis zum 18. Dezember. Und wir haben also mehrere Aktivitäten, die mehr als 36 Aktivitäten sind, alleine in Hamburg. Es gibt auch weitere Aktivitäten, die auch in Bremen auch stattfinden. Aber alleine in Hamburg haben 36 Aktivitäten. Und die sind auch so gelegt, dass meistens auch also freitags, samstags und sonntags, also dass auch das Publikum auch dazu kommen kann. Und wir haben für jeden auch also was Gutes dabei. Also wir haben Kinderprogramm, wir haben Programm für Jugendliche, aber wir haben Sportprogramm und wir haben auch Kinoprogramme und auch weitere wunderbare Aktivitäten. Also kommen Sie und beehren Sie uns mit Ihrer Anwesenheit und unterstützen Sie oder unsere Arbeit und darauf freuen wir uns sehr. Ja, unsere Arbeit besteht in erster Linie aus einer Gruppe, die ehrenamtlich auch aktiv ist in Hamburg. Das sind ehemalige Lehrer, aber auch Studenten und Studenten und auch viele aktive Menschen, die auch hier ihren Teil auch dazu beigetragen haben. Wir sind aber wirklich sehr dankbar auf unsere Kooperationspartner, die uns immer jährlich unterstützen. Also dieses Jahr, also besonders Helping Hands und auch die Landeszentrale für politische Bildung, aber auch die Nordkirche und die Katholische Akademie Hamburg und vor allem Weltethos und der Verein und die Universität Hamburg. Das sind also Partner, auf die man auch zählen kann und wir hoffen auch nächstes Jahr auch also weitere Kooperationspartner auch dazu gewinnen zu können.